Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Leider ist uns heute bei der heutigen Folge von Brissen Architekt ein kleines Malheur mit dem Ton passiert, denn der gute Rick ist leider so laut wie der Spielesound, was natürlich ein bisschen blöd ist. Nichtsdestotrotz möchten wir Ihnen die heutige Folge von Brissen Architekt nicht vorenthalten und morgen wird es garantiert besser mit dem Ton. Ich wünsche trotzdem viel, viel Vergnügen mit der heutigen Folge und ja, zur Not, morgen wird es besser. Versprochen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Orange is the New Black. Bei Prison Architect natürlich. Ich habe mir dieses Mal noch ein bisschen Unterstützung bekommen als tatkräftige und äußerst kompetente Person hier. Der gute Rick macht dieses Mal mit. Hallo. Ja, er wird mich hier ein bisschen unterstützen und wird halt eben schauen, dass ich hier auch alles richtig schön baue und alles nett baue. Und nicht so wie in den ersten zwei Folgen, dass hier alles ein bisschen drüber und drunter geht. Gut, unsere Gefangenen sollten eigentlich schlafen, aber haben irgendwie trotzdem keine Lust. Deswegen sollten wir einfach mal ihren Tag mal ein bisschen ordentlicher durchplanen, dass die hier auch ordentlich was zu tun haben. Gut, wir lassen sie bis 3 Uhr schlafen. Und dann geht's auf jeden Fall gleich mal erstmal zum Duschen. Hat den Grund, damit sie einfach sauber sind. Dann lasse ich ihnen ein bisschen Freizeit. Dann gibt's Futter. Dann wieder Freizeit. Und dann werde ich sie, glaube ich, mal 4 Stunden in die Zwangsarbeit schicken. Muss einfach sein, Steine klopfen und so weiter. Unsere Gefangenen sind inzwischen schon in die Dusche gegangen. Und machen wirklich alles dreckig. Also, ich glaube, das ist so. Oder sehe ich das nur so? Ja. Ich habe hier weiter unten überall die Abflussrohre reingemacht. Aber sie kümmern sich schon schön. Sie haben jetzt ja auch ein bisschen Freizeit, eine Stunde. Dann gibt es ja Essen. So, dann haben wir wieder Freizeit. Dann gibt es wieder Essen. Dann gibt es wieder Freizeit. Dann schicken wir sie wieder in die Zwangsarbeit und dann wieder fressen, Freizeit, Essen, Freizeit, dann duschen und dann schlafen. Und dann haben wir eigentlich so einen schönen Tag für sie durchgeplant. Für welche Gefahrenstufe ist denn das jetzt überhaupt? Das ist jetzt, also die hier in Orange, das sind alles so die Normalgefangenen. Also das hier ist jetzt für alle. Wir können ja noch andere Gefangene kriegen. Das heißt, wir haben hier unsere Orangen, wir haben die Grauen, von denen geht recht wenig Risiko aus. Und wir haben die mit den Roten, die halt eben sehr gefährlich sind. Ich möchte eigentlich fast lieber hier, einen Moment, ich nehme den Tagesplan doch nochmal ein bisschen anders. Und zwar werde ich die jetzt 3 Stunden mal zum Essen schicken. Weil wir hier oben noch als Aufgabe haben, wir müssen sie alle satt bekommen. Das habe ich gestern schon nicht geschafft. Dann geht's einmal zu Megas und der Wärter bestellen. Ja, genau. Das ist immer gut. Hallo, habe ich hier Pizza? Liefe Pizza für Knast. Nee, ist keine Pfeile drin. Ja. Da gibt es gewisse Online-Lieferdienste, da kann man dann Pfeile bestellen. Ja, genau. Ich glaube, Don Joey's, oder? Die liefern sicherlich. Oder natürlich für alle Tunnelgräber im Knast ist natürlich der optimale Lieferservice. Weißt du, wen ich meine? Na? Mhm. Sag? Ja. Genau, Subways. Okay, der war echt schlecht. Ja, ich merke schon. Aber es wird deutlich besser, wenn du mit dabei bist. Dann habe ich wenigstens irgendjemand wieder, mit dem ich Blödsinn labern kann und muss nicht einen so auf total seriös machen. So, ich baue hier, ich vergrößere ein bisschen unseren Knast. Ich möchte hier nach. Wer kommt denn da jetzt rein, dass er so groß werden muss? Ich werde hier oben unser Zwangslager machen. Wen zwingst du dann da alles? Da werden unsere Gefangenen jetzt dann. Also, so viel Platz brauche ich natürlich nicht. Aber wir müssen ja zum einen müssen wir Zellenblöcke bauen. Und zum zweiten sollten wir. Du siehst ja, wie dreckig hier alles ist. Ich werde auf jeden Fall hier erstmal noch einen Hausmeister vielleicht einstellen. In die Dusche rein, da gehört er rein. Ja, dass er gleich weiß, wo er hier putzen muss. Ich kann ja auch den ganzen Tag drin bleiben, wenn ich hier deinen Tagesplan. Ja.
So, die meisten Gefangenen essen, zwei haben irgendwie immer noch keinen Hunger. Komm, hol dir Essen. Dankeschön. Einmal. Und da hinten ist der letzte Gefangene. Der ist heute Vegetarier geworden, der hat keine Lust, was zum Essen. Na klasse. Gehen wir so lange mal in die Forschung. Zwangsarbeit ist bisher schon erlaubt. Das ist schön. Schön, ist bis jetzt schon erlaubt. Ja, man muss ja hier darauf achten, dass alles gut funktioniert. Und irgendeinen muss ich noch einstellen. Ach ja, genau, die gute Sekretärin müssen wir rein bauen noch. Das heißt, wir erweitern hier unser Gebäude wieder ein bisschen. 1, 2, 3, 4 plus 1. So, das kommt hier hin. Dann braucht unser natürlich hier auch noch eine kleine Tür. Die machen wir auch wieder schön in unserem normalen Stil, den wir hier haben. Und dann kann es Hast du hier. eigentlich Ja. beabsichtigt, dass deine ganzen Generatoren und Wassersachen alle draußen stehen? Ja, das ist Absicht. Also bisher ist das noch Absicht. Ich möchte die nicht irgendwie im Gefängnis lassen, damit die nicht irgendwie, ich denke, in irgendeinem Update wird es wahrscheinlich kommen, dass die auch angegriffen werden können. Also das, was welche ist, ich hier, wenn die irgendwie ein Riot oder so haben, also irgendeine Schlägerei, dass sie dann demolieren sie ja eh mein Gefängnis. Und wenn sie dann natürlich auf die Generatoren gehen, dann würde ja bei mir das Licht ausgehen und alles Mögliche, oder ich einen Kurzschluss haben. Und deswegen baue ich die lieber mal außerhalb, da habe ich die Leute draußen. Und hier unten können wir auch. Wieso baue ich hier Türen außerhalb? Ich habe es mir beim letzten Mal Dachte, es schon war ein mal. Kurzschluss bei dir. Ja, ich hab's mich beim letzten Mal schon mal gefragt, was mich da geritten hat, aber ich dachte, die würden einfach nur draußen stehen. Gut, kümmern wir uns so lange hier ein bisschen um das Wohlbefinden unserer lieben Gefangenen. Da habe ich auch die schönste Mauer hingebaut. Meine Güte, hier einmal. Es ist. So, es soll ja alles schön aussehen. Wir brauchen das nächste Gebäude allerdings. Und zwar möchte ich einen Besuchsraum machen, damit die lieben Verwandten auch sehen, wie schlimm es denen da drin geht. Und deswegen kommt Baust hier. es da halt in den Eingang rein. Ja, das ist. Also der Zaun da mitten durchgehen ist beabsichtigt, ja? Ja, eigentlich nicht. Ich werde hier auch den Zaun noch ein bisschen erweitern. Mal wieder. Ich hätte das vorher alles wirklich über den Planungsmodus machen sollen. Es ist schon ganz gut, dass du Let's Plays machst und nicht baust, sonst gäbe es nur noch mehr Baufusch. Ja. Das heißt, die Leute kommen von draußen, müssen hier durch so einen kleinen. Ja, können hier entweder den Torturpark nehmen oder kommen über das Hauptlager und landen dann hier im Besucherraum. Ich glaube, das ist. Ja, der erste baut auch hier unten schon schön. Ich warte allerdings noch, bis das Ganze hier ein bisschen aufgebaut ist, bis das Gebäude hier gemacht ist. Es wird eh gleich nochmal anders aussehen. So, dabei sind die immer noch hier am Essen. Und sehe ich das richtig? Wir haben alle. Alle Gefangenen haben Das voll die gefuttert. Zeit. Wäre schade, wenn nicht. Ja. Hatten wirklich viel Zeit hier. Essen. Dann kommt hier wieder Freizeit. Und hier kommt wieder Arbeitszeit rein. So, die würden jetzt hier ja normalerweise müssen die jetzt arbeiten. Wir haben allerdings noch nicht die Zwangsarbeit. Deswegen nutzen die hier jetzt die Zeit, um oben wahrscheinlich ein Hast du da bisschen. hinten Liegestühle und Billardtische da draußen stehen? Ja, genau, das ist mein Hof. Hier haben die Gefangenen. Ja, denen soll es ja gut gehen. Das heißt, jeder Gefangene hat ja, ja hier ein bisschen Gewaltdelikt. Sein erstes Jahr hat er schon abgelegt. Ein bisschen was hat er noch. Und er möchte natürlich gern trainieren hier in dem Bereich. Und seine Bewertung, also Bestrafung ist okay, Reformierung bringt bei ihm eh nichts. Oder ist bei ihm nicht. Das heißt, wir haben hier eine ziemlich hohe Rückfallrate. Was ist da explodiert?
Nichts, okay. Aber unsere Gefahr ist natürlich auch noch recht niedrig. Also bisher sieht alles noch sehr, sehr schön gut aus. Wir haben alles hier recht ruhig. Dort oben brauchen wir auch noch mal ein bisschen Strom in diesem Gebäude hier. So, und hier kommt unsere Frau Müßig rein. Ich brauche ein Büro. Ja, die soll sich jetzt um die finanziellen Aspekte unseres Büros kümmern. Oder unseres Knasts hier. Wo habe ich sie denn? Oh, ich habe sie noch gar nicht erforscht. Das könnte natürlich ein Grund sein. Aber gibt es denn. Der Direktor ist dann nur dazu da, um mich anzurufen, wie damals im Tutorial. Nein, der Direktor, der schaltet im Prinzip die gesamte Forschung und ja. So ein bisschen. Also er ist eigentlich nur der Geschäftsführer hier, hat ja eigentlich gar nichts zum Sagen, großartig. Damit unser Büro oben funktioniert, brauchen wir natürlich auch wieder einen Stuhl drin. Einmal. Dann brauchen wir einen Aktenschrank. Zweimal und hier noch einen Schreibtisch. Dreimal. So, wie weit ist mein Zaun? Die scheinen durch zum sein. Jawohl! Dann könnt. Dann. Genau, da können wir hier alles Mögliche reinbauen. Und jetzt wird hier abgebaut. Und hier oben kommen jetzt dann so die kleinen Verwaltungsgebäude hin. Ja, nicht diese hier, sondern mehr so London, wie heißt's? Nicht Gefängnis. Ach, helf mir. Damit sie Die nicht nochmal Schule, Abschluss machen. ja, Sonderschulabschluss, genau. Also lauter schöne Sachen, damit die hier einfach auch ein bisschen gebildet rauskommen. Und dass halt eben wir nachher eine schöne Wertung bekommen. Dass wir keine hohe Rückfallquote haben. Nicht vom Gefängnistest sehr gut. Ja, genau. Stiftung Gefängnistest. Du sagst es. Was kann er? Oh, und wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen Bestrafung hier. Für unsere Jungs. Da überlege ich mir gerade, wo ich die genau hinmachen soll. Ob ich die vielleicht direkt hierhin bastel. Oder ob ich hier neben die Küche hier die Einzelzellen reinmache. Eine riesengroße Küche drin für so ein bisschen. Ja, es werden ja noch mehr. Also schau dir mal an, wie groß unsere Karte ist. Also hier unten kommen überall noch Einzelzellen hin. Das ist ja im Moment gerade nur die Übergangszelle. Wir haben ja noch nicht mal hier einen ordentlichen Zellenblock. Wollte ich gerade sagen, weil Zellen haben wir gar keine gesehen da. Ja, wir sind noch ganz am Anfang. Muss ja gestehen, ich gucke mir dann Let's Play sonst nicht an, deswegen. Na, danke. Ich freue mich auch über dein Lob. Das ist schön. Aber scheint sehr gut gewesen zu sein. Wenn du schon 78% Rückfallquote hast, dann müssen wir gut sein. Rückfallquote ist was Schlechtes. Ja, ich bring denen hier perfektes Knastwissen bei. So, gehen wir hier mal noch ein bisschen auf Speed und bauen jetzt die ersten Wo gehst wichtigen. du? Wo gehst du drauf? Ein bisschen auf Speed, Ja, Alter. ja. Ja, Ich wir sag werden gar nicht, nächste dass du Nacht, nicht werden wir kannst. eh dann anfangen, mal die erste Razzia zu machen. So, aber ich baue hier mal das erste Gebäude noch rein. Für den Bereich der Zwangsarbeit. Der ist Wäsche eigentlich. waschen, Wäsche waschen. Genau, Wäsche waschen, Wäsche waschen, Wäsche waschen. Ich brauche hier noch eine Personaltür. So, einmal, die basteln wir hier hin. So, und jetzt lassen wir die arbeiten hier wieder. So, hier oben probieren sie gerade irgendwie verzweifelt alle gemeinsam durch die Tür zu kommen. Sieht echt so aus. Das ist auch ganz nett, der lässt seine Zeit fünffach so schnell laufen. Die bewegen sich aber trotzdem nicht schneller. Du weißt ja nicht, wie groß das hier ist. Das hier ist ja jeweils immer ein Meter. Also. Es ist eigentlich von der Bewegung, finde ich, das Spiel echt gut gemacht. Ja, ist immer eine nette Idee. Also ist so. Ja, Was? Du okay. hast da unten übrigens gerade schon wieder Bauprojekte überall, die ganzen Zäune in der Mauer. Ja, ich frage mich echt, wo die herkommen oder. Also Ja. der Typ, der Architekt, kann einfach nicht gut bauen, glaube ich.
Dankeschön. Ja. So, das lassen wir hier direkt an das Gebäude ran. Das hier ist unser Abfall- und Transportbereich. Den nehmen wir dann hier einfach mal weg. Da brauchen wir auch nicht die Zäune. Aber wir brauchen hier dann ordentliche Mauern. Zwar eine richtig schöne Betonmauer. Ich dachte, ich habe hier unten dann auch schon den. Ach so. Genau, machen wir hier diese Mauer rein. Hier auch eine Mauer. Und dann wird das hier unser Besuchszentrum. Wir haben irgendwas Neues bekommen. Personal ist erschöpft. Und die Familien würden gerne einen Besuch abstatten. Kriegen die dann extra Eingang für das Besucherzentrum oder wie gehen die durch? Nein, ich lasse die hier durch den Haupteingang durchgehen. Das heißt also im Endeffekt, wenn die Besucher rausgehen, gehen die Knastinsassen durch denselben Ausgang in ihre Zellen rüber. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte die eigentlich hier durch einen anderen Durchgang wieder lotsen. Dann ist eigentlich dann fast so eine halbhohe Mauer zwischen, dass sie nicht einen bewechseln. Weiß ich nicht, ob sie das schon können. Ja, schauen wir. Jetzt müssen wir eher mal hier wieder unsere Bauarbeiter. Der Koch holt auch gerade das Mittagessen hier noch ab. Und irgendwie steht da eine Palme mittendrin bei uns hier. So, kriege ich die Sowieso Palme? mal interessante Frage, wo bist du eigentlich überhaupt? Ist dir das gesagt worden oder also welcher Gegend? In welcher Gegend der Knast ist? Keine Ahnung. Aber es sieht nach Amerika aus. Also gerade von der Sträflingskleidung her Im sieht es. Zweifelsfall Area 50 Bonn. Da sind doch die Aliens eingesperrt. Also knapp daneben. Ja, die laufen auch ähnlich so wie die rumfliegen. So, unser nächster Raum hier ist fertig. Und dann machen wir hier gleich mal das Wichtigste. Nicht eine Werkstatt, sondern eine Wäscherei. Da haben wir die Wäscherei. So, hier in der Wäscherei brauchen wir Waschmaschinen, Wäschekörbe und Bügelbretter. Dann bauen wir das ein, Einrichtung. Ich baue hin. Ach hier. Also Bügelbretter. Boah, sind die Dinger groß im Vergleich zu den Betten. Ja, da arbeiten dann auch 3 Stück wahrscheinlich dran. Dann die Das Bügelbrett ist Wäschekörbe. größer als das Bett. Und natürlich noch die Waschmaschinen. 2, 3, 4, 5. So, und schauen uns die Versorgung an. Na gut, das kommt jetzt dann eh gleich erst, wenn die ganzen Sachen angeliefert wurden. Solange die Jungs hier hinten mal durch die Tür irgendwie durchpassen. Ich mache einfach mal die Tür auf. Ah! So, dann geht es auf einmal hier wieder ab. So, Fräulein Müßig müssten wir jetzt eigentlich auch schon einstellen können. Da haben wir sie. Rein und wir haben noch 23.000 und bekommen jeden Tag 5.000 Kohle. So, am nächsten Tag möchte ich gern wieder ein bisschen mehr Gefangene haben. Das heißt, wir nehmen Normalgefangene nehmen wir mit rein. Die Hochsicherheitsgefangenen müsstest du dann Hochsicherheitsmauern und so weiter bauen, gell? Nee, da bei denen muss ich ein bisschen achten, weil auch diese Gefangenen werden nachher anfangen, hier Tunnel zum graben und probieren auszubrechen. Und das möchte ich natürlich auf keinen Fall. So, also wie sieht's aus oben mit unserer Wäscherei? Kann ich denn schon stationieren? Nein, ich muss Stationierung noch freischalten. Okay. Wo ist Stationierung? Da neben Sicherheitschef. Ah, danke. Na toll, der braucht auch wieder. Expansion, extra Subvention, damit. Das ist ja schön. Du kannst deine Wartungsleute klonen. Nein, nicht ganz. Damit kann ich Gebäude klonen. Das werde ich auch nachher machen, bevor ich die Zellen baue oder anfange, die Zellen zu bauen. Dass ich es einfacher habe, hier Gebäude reinzuziehen, indem ich einfach nur die Zellen so ein bisschen klone. Und ich werde auch probieren, sie in verschiedene Schwierigkeitsgrade aufzubauen. So, hier brauchen wir noch ein bisschen Strom.
So, den ziehen wir direkt nach oben. Und die Waschmaschinen werden dann wahrscheinlich auch noch Wasser brauchen. Nö, die werden alle handgewrappt. Ja. So, hat's eigentlich von Sitzplätzen beim letzten Mal Essen gelangt? Ich dachte echt immer, die fünffache Geschwindigkeit wird irgendwie schneller laufen, aber es kommt mir echt langsam vor. So, den Jungen da hinten haben wir. Nö, die geht irgendwie mit Normalspeed. Und 5 Minuten sind gleich wieder vorbei. Und die nächsten 5 Minuten. Ja, aber guck mal, wenn ich einfache Geschwindigkeit mache, läuft sie irgendwie genauso. Echt? Okay. Die ist doch jetzt gerade langsamer. Okay. Also nicht viel, aber. Es sah ein bisschen so aus. Ah, unser Besucherzimmer. Ist soweit fertig. Strom, obwohl nichts drin ist. Ja, wir haben ja Licht drin. Werden dann eigentlich deine Besucher auch mit dem LKW angeliefert? Nein, die dürfen laufen. Die dürfen laufen? Ja, außer sie haben was angestellt, dann werden sie natürlich auch gefahren. So, ich brauche eine Tür. Und zwar nehme ich dafür so eine Gefängnistür. Und die legen wir hier rein. Und jetzt brauchen wir noch die Besuchertische. Wo haben wir die Besuchertische? Ah, hier, Besuchertisch. Und klar ist natürlich die Anordnung. Das heißt, einer auf der Seite, der andere auf der Seite. So, machen wir hier mal eine schöne Anordnung. Jetzt ist es gerade ein bisschen. Ja, die kommen trotzdem durch. Also wenn die sich, die sollen ja nicht zu viel kommen. Lange Wand offen gelassen. Welche? An der Wand da. Ach so. Ja, ich kann es ja noch ein bisschen vergrößern, wenn ich es dann brauche. Umso mehr Leute reinpacken. Ja, ich wollte eigentlich trotzdem noch so ein bisschen so die schnellen Wege durchlassen. Ach so. Aber es gefällt mir trotzdem eigentlich recht gut bisher. So, unser System mit der Tür durch den Personalraum funktioniert eigentlich bisher auch ganz gut. Ich muss nur denken, ich brauche irgendwann noch ein Munitionslager, wo ich das einbaue. Damit die Gefangenen schnell an Waffen kommen. Genau, richtig. Logistik würde ich auch mal überdenken. Da kommen immer so halb leere LKWs an. Ja, das ist Amazon. Die liefern alles immer so in Einzel. Okay, unsere. Wir brauchen hier noch Wasser und Strom. Das heißt, die Waschmaschinen brauchen extra viel Strom. Was für ein richtiges Leben. Ja, und hier leiten wir auch noch eine große Wasserleitung durch. Die würde ich an deiner Stelle nicht daran leiten, sondern eher hinten so um die Ecke rum. Dann ist die andere Gebäude wird hier an, wenn wir nebendran noch kommen. Also, ja, gut, das wird schon irgendwie gehen. So, die erste Wäsche wird auch schon hier reingebracht. Bisher muss das ja alles unser Hausmeister machen. Ja. Vor allem, wenn ich mir gerade schon hier die Duschräume anschaue. Ja, ja. Oh, da geht's wieder los. Ja, sollen wir den Raum vielleicht auch gleich mal machen? Putzmittelraum. Stellen Sie selber Ihr Putzmittel hier panschen. Ja, das Problem ist, wenn wir das natürlich nachher dann hier einführen, dann wissen wir ganz genau, dann haben wir Leute, die einfach das Sachen mitgehen lassen. Die ganzen Allzweckreiniger geschmiert. Ja, deswegen, ja, schauen wir mal. Also, dann baue ich vielleicht hier daneben, baue ich unsere Werkstatt und jetzt hier mit so einem Zweierabstand bauen wir hier einfach mal. Warte mal, wie weit habe ich es denn hier bis zur Wand? Ich habe hier 20 Meter. Dann machen wir doch hier einfach mal unseren Putzraum. Ja,
Die Eingänge kannst du jeweils nach unten runter verlegen, dann brauchst du die 10. Also die Eingänge Richtung Aufenthaltsbereich. Ja, genau. Also zwei Räume direkt Die kann nebeneinander. ich nach unten, dann machen wir hier zum einen eine Hundezwinge rein und zum anderen gerade den Bereich. Oh, stimmt, guter Hinweis. Wie weit ist da hinten meine Abgrenzung? Okay, die ist schon mal fertig. Du musst ja gerade wieder draußen schlafen in dem Raum, oder? Nein, ich muss, ja, ich muss hier noch irgendeinen Bestrafungsraum machen. Und um es ganz gemein zu machen, mache ich das direkt hier neben die Küche. Achso, so mit Fenstern, dann sehen sie mal. Ja, Du musst dass sie dann so das so Essen etwas aufschneiden, am riechen. besten musst du einen Spiegel an die Decke ranmachen, dass sie in die Töpfe reingucken können. Das wird auch nur eine ganz kleine Erweiterung. Du musst auf den Tagesplan draufschreiben, um 11:45 Uhr ist Waterboarding, um 23:40 Uhr sind Ah Daumenschrauben. ja, genau, so machen wir das. Ne, hier hinten kommen meine Isolationszellen rein. Ich baue auch hier nochmal einen. Na, Beton kann ich noch nicht reinziehen. Schade. Aber ich Bist du freue. genug gestraft, wenn du hinten einfach einen weiteren Waschraum ohne Platz für die Ja. Leute einbaust? Oder soll ich es ein bisschen größer machen? Also in den Empfehlungen steht meistens drin, dass man es so einmal 1 Meter reicht, komplett für die Pfeifen. So einmal ein Bett drin und mehr passt nicht. Die müssen Nee, ja gar richtig kein schnell Bett. da Gar kein Bett. Die durchziehen. sind ja da für 6 Stunden so eingesperrt. Achso, nee, das kannst du ja auch. Das wird ja dann wohl reichen. So, unser Hundezwinger da hinten, der braucht eh nicht ganz so viel Platz. Sind Gummizellen, das ist ja auch. So, der Baum muss auch noch raus aus dem Gebäude. Und unsere Gefangenen schlafen schön. Dann machen wir gleich mal eine Razzia. So. Sammelhähnchen ist vorbei, Razzia kann losgehen. Ja, es ist Tag 3. Da müssen wir schon mal ein bisschen gucken. Es wird sicherlich irgendwas auftauchen. Der Ladebalken da oben ist ja geil. Durchsuchung im Gange. Naja, im Englischen passt es halt eben auch rein. Aber guck, wie viel wir gefunden haben. Naja. Einen ganzen Club hast du schon gefunden. Club ist ein Totschläger. Das ist nicht ganz so gut. Alkohol, Gift, Zigaretten, also. Gift auch schon, also jetzt. Ja. Welcher der Typ in der Küche gearbeitet? Und eigentlich sollten wir da hinten jetzt auch unsere Isolationszellen haben, weil wenn die hier ziemlich eklige Sachen finden. Zum Beispiel eine Haarschere. Ja, genau, das Oder sind alles, was alles. dazu gekommen ist. Ja, also die sind jetzt schon in Handschellen. Und denen wird es jetzt eigentlich auch gar nicht so gut ergehen. Das klingt so furchtbar falsch. Was? Also, dass es denen nicht gut ergehen könnte? Nee, nee. Da rennen die schwarz gekleideten Sicherheitsbeamten raus und es kommt, die sind jetzt auch schon in Handschellen, denen wird es gleich nicht so gut ergehen. Oh, sind wir wieder auf diesem Niveau? Das ist 20 bis Ich weiß es echt nicht, was los ist. Also das Niveau ist ja schon echt tief, aber du schaffst es echt immer irgendwie aufrecht drunter durch. Aber sie können sich freuen. Alle, die jetzt heute anständig waren, dürfen dann morgen ihre Familien sehen. Das ist doch dann auch schon mal was Schönes. Da freuen die sich auch schon mal ordentlich drauf. Hier hinten können wir eigentlich auch noch das Ganze noch ein bisschen Die mit. Animation ist ja geil. Wenn du in einem Schlafraum drin guckst, werden nur die Köpfe angezeigt, wenn du nicht schlafen. Ja. So, hier draußen machen wir noch ein bisschen. Ach, ich habe bei der falsche. Upsi! Kann nicht raus. Ja, ich habe die falsche Türe unversehentlich Das ist ja eingebaut. Zwangsarbeit. Ja, ich habe bei der eine Gefängnistür eingebaut. Steht der Typ da vorne vor, um die zu durchsuchen, oder wie? Mit dem Prügel in der Hand, der Wärter. Nee, der möchte bei der drin aufräumen. Wer hat so einen Prügel in der Hand? Und irgendwas habe ich da gemacht, dass das Ganze hier irgendwie nicht funktioniert. Moment, müssen wir hier mal gucken. Ich mache sie einfach mal auf, damit hier alles schön funktioniert. So, warte mal, Ach, wie das ist eine ferngesteuerte Tür.
Mein Gott, manchmal bin ich echt irgendwie. Jetzt kann Fräulein Müßig wenigstens auch hier ein bisschen. Dann kannst du hier die Arbeitszeiten optimieren. Du hast keine Pause, du kommst ja nicht raus. So, da drüben wird schon unser Spezialknasch noch gebaut. Das heißt, die müssen jetzt immer durch die Küche durchlaufen, oder wie? Nein, ich mache das von außen hin. Ja. Und jeweils immer einen mini kleinen Platz. Aber guter Hinweis, ich könnte mal endlich das Klonen anfangen. Dann wird es nämlich gleich viel einfacher mit dem Aufbau. Und dann schauen wir mal, was unsere nächsten Aufgaben sind. Wir haben schon lange keine Subventionsprogramme. Ja, wir sollen den ersten Zellenblock bauen. Zellenblock A. Das Besuchsrecht. Wir brauchen auch noch. Ach, wir brauchen auch noch diesen Gruppenraum. Schrott, an den habe ich auch nicht gedacht. Gruppenraum, ist das von der Notsitzbank? Ja, nee. Die Gefangenen können ja hier im Hof so ein bisschen spielen. Und Okay. ja, wir wollen ja auch, dass sie irgendwo drin dann Billard spielen können. Ja, muss leider sein. Jetzt reg doch Hier mal so auf. Genfer Konvention und so muss leider alles sein hier. Was ist denn Genfer Konvention? Ja, oder? Ich dachte, das ist ein USA-Knast, die halten sich da gar nicht dran. Oh, ja, du setzt mal wieder deine Besuchsrechte in Amerika. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn du das nächste Mal wieder nach Amerika fliegst. Und dann, ja, hier, Sie die sind doch der Leute. komische Typ von YouTube. Sie wollten uns doch nicht hier. Ja. Und Haben da so einen dann Knast hörst für du Sie nur so einen vorbereitet. Latexhandschuh klacken. Wir haben da so einen Knast für Sie So, vorbereitet. wir haben da Extra mit was für Sie. Einzelzellen. Ja, wir haben da was für Sie. Rick. So, die Härte sind auch schon schön hier am Brutzeln. Und ich überlege, ob ich nicht einfach das Ganze noch ein bisschen dann umstrukturieren soll. Ja, aber ich denke, wir haben jetzt 30 Minuten. Das war eigentlich eine schöne Folge. War schön, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Folge auch mit dabei, Rick. Mal schauen. Was heißt mal Ich schauen? bin Du mir wirst sicher. gezwungen. Okay, also für euch auch noch mal ganz kurz der Hinweis: Schreibt bitte in die Kommentare, was sollen wir bauen, was sollen wir anders bauen, wie wäre es schöner? Schickt uns eure eigenen Videos, wir verlinken sie gerne oder schauen uns auch mal gern euren Knast an. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und dann geht's gleich los mit dem nächsten Tag. Unsere Gefangenen stehen gerade auf und jetzt kommt der große Strafkatalog. Also, bis morgen dann zur nächsten Folge hier bei Prison Break. Bis dann!